Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition. Und ja, ich wollte eigentlich mich hier auf die Route hinstellen und dann die Begrüßung machen, aber der Visorcaster hat geklingelt und ja, wir haben den natürlich angenommen. Und meine Mutter ruft an. Hallo Sarah, ich bin's, deine Mutter. Wie geht's dir denn so? Ach ja, nicht ach ja. Ach, auf Route 7 bist du gerade unterwegs. Mach keine Sorgen. What? Keine Ahnung, egal. Da hast du ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du mir auch schön auf deine Pokémon auf? Und ohne sie wärst du nie so weit gekommen. Das hast du alles deinen Pokémon zu verdanken. Also behandle sie auch dementsprechend. Hoppla, das kam etwas strenger rüber, als es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet. Aber gut, ich leg da mal wieder auf. Und ruf bitte nie wieder an. Spaß. Okay, hier unten haben wir dunkleres Gras. Und ja. Wir gehen erst zum Pokéball hin. Und finden TM81 Kreuzschere. Das ist natürlich sehr nett. Mit Kreuzschere können wir ein paar coole Attacken beibringen. Ein Duell auf einem Holzbalken, wenn das nicht mal nichts Cooles ist. Sehr cool natürlich. Vom Herausforderer Kaspar. Den Namen Rumborak. Okay. Ich hab gerade gedacht, ich sehe den Namen nicht mehr, aber da kam denn doch noch. Imolga. Boah, Imolga, ne? Imolga halt. Wie schon macht unser Stampfer. Das Doppelteam eingesetzt, ne? Ist ja eklig. Wir bleiben einfach bei Stampfer. Akrobatik. Geht vom Schaden her klar. Deswegen nochmal Stampfer. Bada bing, bada boom, bada bam, bam, bam. Und Level 33 für Zebritz. Simvolara. Für Simvolara haben wir natürlich wieder Rockkeimahn dabei. Rockkeimahn. Mit Knirscher solltest du praktisch tot sein. Und besiegt. Simvolara. Na gut, Hochmut brauchst du jetzt nicht mehr, Rockkeimahn. Okay, ich habe kurz meine Pokémon geheilt, nachdem ich da angegriffen wurde und ja, jetzt kämpfen wir gegen den nächsten, Kasperl halt. Ha, wie ich Holzbalken doch liebe, allein das Balancieren darauf macht so viel Spaß, dass ich immer wieder komme. Okay, wirf der uns ins Gesicht, Zapladin. Beim Zebritz vorne, ne? Setz mal einen Stampfer ein, um zu schauen, wie viel Schaden das macht. Okay, geht klar. So. Zapladin wurde besiegt. Pikolente. Die spielt man gerade richtig so entgegen, die Rote. Funkensprung sollte ausreichen. Ist halt zweifach effektiv. Oder hat halt eine Doppelschwäche gegen uns, sagen wir mal so. Navitaub. Dadurch erreicht jetzt Zebritz Level 34. Und weg. Perfekt. Lorenz haben wir besiegt. Dann balancieren wir mal weiter. Durchs hohe Gras möchte ich nicht. Und wir haben Wendelberg erreicht. Und Charon möchte gegen uns kämpfen. Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Chat-Orns stärker ist.
lässt sich einrichten, aber ich habe tatsächlich nicht mehr Erinnerung gehabt, dass ich gegen dich jetzt schon kämpfen muss. Aber ist okay. Ist es zu ein? Ich habe es nicht gelesen. Fasersnap. Oh, okay. Jetzt fällt jetzt erst ein Funkensprung ein. So, wir bleiben bei Funkensprung einfach. Ja, es zieht nicht ganz so viel ab. Es wurde sogar paralysiert. Das kann ich angreifen. Das ist noch besser. Du hast schon wieder irgendwas gesagt, Jeremy, was ich nicht gelesen habe. Aber gut. ...3000 Erfahrung, ist nicht schlecht. Level 35 für Zebrit. Verkokel als nächstes. Branawatz, du bist dran. Haben wir hier unser Branawatz, was sich im letzten Part entwickelt hat. Und da setzt mal Lehmbrühe ein. Und wir one-shotten sogar das Verkokel, das ist sehr angenehm. Was kommt jetzt? Vegeta. Pavian würde ich sagen. Ne, Flampivian ist schon richtig. Ja. Deutschsprache, schwere Sprache, ne? Grundsätzlich dann mit dem Pokémon, wenn man die ausspricht, ist es halt sehr schwierig in Deutschland. Weil man spricht die so unterschiedlich aus, manche Pokémon. Ich meine, soweit ich mitbekommen habe, heißt Macholo nicht im Deutschen, also wird nicht in Deutschland nicht Macholo ausgesprochen, sondern Macholo. Nee, Macholo, irgendwie so. Also, weil das aus ein italienisches Pokémon ist oder so. Und dementsprechend wird das so ausgesprochen. Aber ich habe da nicht so viel Plan. Ich nenne die immer so, wie ich sie halt als Kind kennengelernt habe. Ja, wie ich es als Kind kennengelernt habe. Manches ist halt nicht richtig. Aber ist halb so wild. Man lernt ja aus Fehlern. Außer aus die aus der Kindheit. Wenn der einmal einen Pokémon-Namen eingeprägt hat, dann bleibt der so drin irgendwie. Pokémon-Kämpfe machen eine Menge Spaß. Ja, finde ich auch. Müssen wir wieder zurück einkaufen gehen. Hoho, das war ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Oh, der Champ. Und ich frage mich noch, ist das nicht der Champ Lauro? Ich bin schwach und habe daher verloren, auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich, mach dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt, aber ich bin mir noch ich kann nicht leben. Aber ich bin noch immer kein Deutsch schlauer. Was genau bringt es dir, immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen, das würde mein Leben einen Sinn ergeben und mir alles beweist ihnen, dass ich wahrlich existiere. Du nimmst mich sehr an Eugen. Es ist in der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, doch noch wichtiger ist es zu wissen, was man nach Erreichen des Zieles tun möchte. Das heißt, in deinem Fall zu wissen, wie man diese gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier bitte, das ist für dich. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. Vor allem 3 Surfer. Setzt dieser Tage Surf ein, kannst du dich übers Wasser fortbewegen, ja, das weiß ich. Das ist nett. Was will ich tun? Nun, ich weiß es noch nicht. Daher setze ich vorerst einmal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. Sarah, das nächste Mal werde ich gewinnen. Oder gewinne ich. Whatever floats your boat. So. Wir haben jetzt VM Server bekommen. Die müssen wir natürlich gleich benutzen. Und Branawatz beibringen. So, wie viel Schaden machst du? 95? Wie viel macht Lehmbrühe? Auch 95. Denn für Blubstrahlen.
Okay. Ein Zebritz vorne. Okay, ich habe Spranabatz nach vorne getan, weil der wahrscheinlich Stein-Pokémon haben wird und ich nicht so gerne gegen Stein- und Boden-Pokémon kämpfe mit einem Elektro-Pokémon. Eine Herausforderung von Wanderer Pepe. Sedimantur wird von Wanderer Pepe in den Kampf geschickt. Ja, gut, dass ich mit Dings angefangen habe. Spranabatz. Dann setze ich mal Surfer ein. Du wirst wahrscheinlich Robustheit haben, wie immer. Ja, Robustheit, Katapult sollte nicht so viel Schaden machen an uns. Und ein Lebensschuss sollte für dich ausreichen. Haben wir das erste besiegt. So. Strepoli. Das wäre ein Flug-Pokémon praktisch, würde ich mal anmerken. Na gut, wir setzen Surfer ein. Das sollte ganz guten Schaden machen. Ja. Das ist ja Mürben. Das sollten wir auch gut wegstecken. Und dann nochmal Surfer. Dann haben wir es besiegt. Und Level 37 für Branawat. Okay, in der Höhle werden wir dann Sepifer, by the way, trainieren. Hier geht's schon direkt in die Wendelberg rein. Ne? Ja. Okay. Dann würde ich aber sagen, was von dem Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach eine positive Bewertung da und vielleicht auch ein Abo. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part wieder. Aua, haut rein. Ciao, ciao.